So, Frage Nummer 1. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Wer rollt einem schon mal auf dem Gehweg entgegen? Spule, Srüde, Spock oder Skater? Ach so, Srüde. Ah, oh, Spule, Srüde, Spock. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja gut, das ist ja wohl der Skater. Aber wieder wie immer einfallsreich. Ich nehme D. Damit wir uns einig sind. Mikan sagt auch D. Jawohl. Ich glaube, das war nicht so schwer. Welcher dieser Charaktere gehört nicht zu den Fantastischen Vier? Mr. Fantastic? Die Fackel? Invisible Woman? Juggernaut? D? Gut, da bin ich wieder voll raus. Fanta 4 ist für mich eine Band. Und ich glaube, die kommen da alle nicht vor. Aber ich setze mich da wieder einig. Aber bei Superhelden bin ich wie immer raus. Nehmen wir D. Natürlich vollkommen richtig. Wie die Leute, die sich auskennen. Im menschlichen Mittelohr befinden sich Hammer und... Ne, Amboss, ne? Hammer und Zange, Nagel, Amboss und... Oder Sichel? Amboss. Hammer, Amboss und... Was ist, da gibt es noch einen dritten Knochen. Wie heißen... Hammer, Amboss und Steigbügel, glaube ich, waren das, oder? Ich werde es mit C versuchen. Aber auch der Chat ist sich mit C natürlich sicher. Prima. Amboss, natürlich vollkommen richtig. Das ist perfekt. Welches Tier ist Prinz John in Robin Hood? Boah, bin ich raus. Ich habe letztens schon bei Epic Tofa irgendwo gesagt, ich habe noch nie Robin Hood gesehen, tatsächlich. Wobei, da ging es um was anderes. Na, Blödsinn, da ging es um Indiana Jones. Habe ich auch noch nie gesehen. Also... Liebe Leute, ihr seid an der Reihe. Welches Tier ist Prinz John in Robin Hood? Ein Tiger, ein Löwe, ein Puma oder ein Adler? Prinz John. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. General Hochofen sagt B oder Mikan sagt auch B, glaube ich. Sehr unsicher, glaube ich, auch bei euch, habe ich das Gefühl. Joker oder Risiko? Wir haben letztens mit Risiko sind wir relativ weit gekommen. Aber euer B klingt nicht sehr überzeugend, muss ich sagen. Nicht sehr überzeugt und nicht sehr überzeugend. Ich meine, dass es ein Tiger ist. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal 50-50. Gleich bei der dritten Frage. Machen wir, oder? Carina sagt B. Wie sicher bist du dir da? Ist das so eine Sache, die du weißt oder die du glaubst? Zu 80%? Ist sie sich sicher oder bist du dir sicher? Warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob die da gerade irgendwie im selben Raum sitzen. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl. Also, du meinst 80% Tiger-Rufi und Carina sagt B. Wie sicher ist das B bei dir, Carina? Ich bin zu 80% sicher, dass es Tiger ist. Rufi liegt korrekt. Oh, okay. Da kam jetzt jemand an, der das klingt. Das klingt, als hätte er Ahnung. Ja, dann machen wir A, Tiger, ne? 80% Tiger. Komm, das reicht mir. Es haben zwar viele andere B gesagt, aber das reicht mir. Frage sein wird. Nee. Was? Das ist falsch. Du kannst dich... Ryan Crasher, was ist mit dir los? Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, der liegt richtig. Als wüsstest du es. Als wüsste er es. Leute, google das Vieh mal. Ja, ich kenne das Vieh ja nie. Hättest du auf Mikan Hochofen und mich gehört... Carina, ich habe dich noch gefragt, wie sicher bist du dir? Und Mika sagt, sie glaubt's. Also von glaube ich kann ich nicht viel... So, hier. Ich zitiere. General Hochofen. B oder. So, Unsicherheit. Mika, B glaube ich. Ist Unsicherheit. Dann kommt Rufy. 80% sicher Tiger. Der war okay, heißt noch nichts. Dann kommt der Ryan Crasher daher, sagt so, Rufy liegt richtig. Der war so, okay, das klingt ja was. Dann frage ich Carina, die habe ich noch gefragt, wie viel Prozent? Keine Antwort. Naja, was soll ich machen, Leute? Ich bin auch nur ein Mensch. So, ich gehe mich mal vergraben. Wisst ihr was? Wir vergessen das einfach. Wir vergessen das einfach vollkommen. Ja? Wir tun so, als wäre das alles nicht passiert, weil ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich halte das alles nicht mehr aus.